Brüder und Schwestern in Christus, wir stehen im Advent, das weiß eh jeder, muss man nicht zehnmal wiederholen, aber es ist eine gute Frage, warum wir heute eben dieses Evangeliums zu hören bekommen haben. Klar, da wird die Geburt Jesu angekündigt, aber das ist ein bisschen wenig, weil das, wozu wir hier durch dieses Evangelium aufgerufen werden, hat so nicht wirklich etwas mit Weihnachten zu tun. Da wird aufgerufen, zur Umkehr, sich taufen zu lassen, damit uns die Sünden vergeben werden können. Warum dieses Evangelium jetzt vor Weihnachten gelesen wird, darauf gibt es die Antwort, wenn man die ersten zwei Lesungen ein bisschen genauer betrachtet. In dem Buch Jesaja, aus dem wir heute gehört haben, also das Buch ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, von verschiedenen Autoren verfasst. Es waren alles Schüler des Jesaja oder Menschen, die sich in seine Tradition sahen. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis dieses Buch diese Form angenommen hat, dass es jetzt hat. Das, was wir heute gehört haben, ist aus dem zweiten Teil. Und in diesem zweiten Teil gibt es wieder Unterteilungen. Auf jeden Fall, hier wird die Rettung angekündigt. Das ist ein sehr freudiger Teil im Buch Jesaja, wo dem Volk Gottes in Aussicht gestellt wird, dass sich alle Verheißungen nun erfüllen werden. Das ist eine ganz besondere Lesung, weil normalerweise, wenn man die Bibel kennt, weiß man, Gott lädt die Menschen dazu ein, ihm zu gehorchen, er schenkt den Israeliten seine Gebote, Vorschriften und so weiter. Er ist geduldig mit den Menschen, wartet, bis sie diese Gebote erfüllen. Sie tun es nicht, dann wird Gott zornig, bestraft die Leute, die kehren um. Und wenn sie umgekehrt sind, oder haben, jetzt weiß ich es nicht, auch egal, dann ist Gott wieder gnädig, erfüllt seine Verheißungen. Und das ist, wenn man das Alte Testament liest, das ist ein immer wiederkehrendes Rad. Es ist nichts Schlimmes, es ist einfach so, weil wir Menschen so gestrickt sind. Man kann uns das Beste auftischen und es werden sich immer Menschen finden, die meckern, das ist nicht genug oder nicht gut genug für mich oder ich hätte gerne etwas anderes. Und so sind die Israeliten auch, das kennen wir aus der Bibel. Gott verheißt ihnen das Beste, das Leben mit ihm. Er verheißt ihnen, wenn ihr meinen Geboten folgt, werde ich unter euch wohnen. Was kann es Besseres geben als die Anwesenheit Gottes unter uns? Weil wenn Gott anwesend ist, dann ändert sich alles. Dann gibt es das, was Gott verheißt, Friede, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Dann wagt keiner von uns mehr, die Hand gegen seinen Bruder, seine Schwester aufzuheben. Deswegen ist diese Lesung, die wir heute gehört haben, besonders. Es ist ein bisschen anders. Dem Volk wird wieder zugesprochen. Ihr werdet das bekommen, was ich euch verheißen habe. Aber wenn man diesen Teil genau liest, auch mit den Versen, die heute nicht vorgetragen werden, das ist im 40. Kapitel des Buches Jesaja, dann bemerkt man, Gott knüpft die Erfüllung seiner Verheißungen hier an keine Bedingungen. Er sagt nicht, ihr müsst umkehren und dann werde ich euch das geben, was ich verheißen habe. Nein, er sagt ganz klipp und klar, ihr werdet das bekommen, was ich euch verheißen habe, Ende der Geschichte. Ich finde, das ist eine schöne Vision. Man kann es überstrapazieren und sagen, ja, dann kann ich machen, was ich will, ist mir egal, Gott wird sich sowieso meine annehmen, ich bin ja getauft. So einfach ist es nicht und so ist es auch nicht gemeint hier im Buch Jesaja, aber das ist die Offenbarung der Güte Gottes hier, wo er sagt, ihr müsst nichts tun und ihr könnt auch nichts tun, damit sich diese Verheißungen erfüllen.
Weil, seien wir uns ehrlich, wie können wir Gott dazu bewegen, dass er etwas tut oder nicht tut? Ja, man kann ihn bitten, aber wer einen Menschen zu überzeugen schon versuchte irgendwann oder versucht hat, weiß, dass es nicht so einfach ist. Versuch mal, deinen Bruder, deine Schwester im Glauben zu etwas überzeugen, was er nicht machen will. Na, viel Erfolg. Geht meistens schwer. Und deswegen ist diese Lesung ganz besonders. Gott sagt seinem Volk, ihr könnt nichts dafür tun oder nichts tun, was mich davon abhalten würde, an euch diese Verheißung zu erfüllen. Ihr könnt untreu sein, ihr könnt umkehren. Ich werde es sowieso erfüllen, weil Gott treu ist. Und wir stehen im Advent, das ist eine Zeit der Erwartung, nicht so sehr auf Weihnachten, sondern darauf, dass der Herr unter uns Wohnung einnimmt. Das ist eigentlich das, was wir zu Weihnachten feiern, dass Gott einer von uns geworden ist, dass er in unsere Mitte gekommen ist. Und so wie Gott das den Israeliten verheißen hat, wenn ihr meine Gebote befolgt, werde ich in eurer Mitte wohnen. Diese Verheißung erfüllt sich an uns, an dir und mir. Und wie wir es im Buch Jesaja jetzt gehört haben, in der ersten Lesung, es ist eigentlich an keine Bedingungen geknüpft. Ja, warum soll man dann die Gebote befolgen? Das ist eine berechtigte Frage. Und die Antwort darauf finden wir in der zweiten Lesung aus dem zweiten Petrusbrief. Weil das ist auch damit verbunden mit der Frage, wann kommt der Herr? Wann wird das in Erfüllung kommen, gehen, was er verheißen hat? Das haben sich die ersten Christen gefragt. Die haben gedacht, das dauert voll nicht so lange, bis Jesus wiederkommt. Haben sich geirrt. Und wir warten immer noch 2000 Jahre später, dass er wiederkommt. Wann wird er kommen? Wann wird er diese Verheißungen erfüllen? Und in diesem Petrusbrief heißt es, naja, Gott rechnet ein bisschen anders als die Menschen. Bei ihnen sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also er hält sich nicht an das, was wir ihm vorschreiben. Dass irgendjemand in der Bibel festgehalten hat oder versucht, da aus der Bibel hier herauszulesen, dass Gott an diesem und jenem Tag kommen wird, das juckt Gott ganz wenig. Das sieht man an den Zeugen Jehovas, die haben das Ende der Welt schon etliche Male angekündigt, mussten das Datum leider verschieben. Gott hält sich nicht an das, was wir ihm vorschreiben. Deswegen warten wir immer noch und diese Verzögerung ist damit verbunden, warum wir die Gebote erfüllen sollen, warum wir in der Nachfolge uns Mühe geben sollen. Weil Gott, also könnte auch jetzt kommen. Was würde dann passieren? Frag dich selbst, wenn Gott jetzt kommen würde und sagen, ja, morgen ist das Ende der Welt, wir machen Schluss, ziehe jetzt Rechnung. Wie würdest du dastehen? Also ich vermute, ich würde da so ein bisschen Probleme bekommen mit Gott. Das wäre nicht so einfach. Und deswegen kommt Gott noch nicht. So schreibt der Verfasser des zweiten Petrusbriefes an die Gemeinde. Gott verzögert sein Kommen in diese Welt aus einem Grund, weil er uns liebt und uns allen die Möglichkeit bietet und bieten will, umzukehren, etwas zu tun, seine Gebote zu befolgen, sich für andere Menschen einzusetzen. Das ist der Grund, warum Gott noch nicht kommt. Das ist die Frage, die alte Frage der Gemeinde. Warum zögert Gott noch? Er könnte ja kommen und dem ganzen Unheil in der Welt, es gibt so einiges, was nicht schön ist, ein Ende bereiten. Er könnte es machen.
Er macht es nicht aus dem einen Grund, weil er jedem von uns die Möglichkeit bieten will, aus eigenen Kräften umzukehren. Und deswegen sollen wir diese Zeit nützen, die da ist. Das ist eine Zeit des Wartens, wo man sich auf etwas vorbereitet. Das ist so, ich stelle mir das zumindest so vor, wenn man auf ein Kind in der Familie wartet. Man bereitet einiges vor und freut sich darauf. Man lässt die Sachen einfach nicht liegen. Man weiß, das wird kommen, das Kind, und macht etwas dafür. In so einer Zeit befinden wir uns als Christen unser ganzes Leben lang. In einer Zeit des Wartens, wo wir Initiative ergreifen können, wo wir nicht nur warten, sondern auch etwas tun, also umkehren. Und deswegen ruft der Johannes, der Täufer, zur Umkehr auf vor der Geburt Jesu oder vor seinem öffentlichen Auftritt eigentlich. Deswegen ruft er zur Umkehr auf und deswegen steht dieses Evangelium in dieser Zeit auf unserem Tisch des Wortes. Weil Gott will und wird alle Verheißungen an mir und an dir erfüllen und an allen anderen auch. Wir können daran nichts ändern, das ist ziemlich sicher. 100%, mehr gibt's nicht. Nur er lädt uns dazu ein, diese Zeit zu nutzen, in der wir uns befinden. Auch 100% dieser Zeit zu nutzen, damit wir umkehren, damit wir für ihn die Wohnung hier auf Erden vorbereiten. Nicht nur in deinem Herzen, das ist wichtig, die persönliche Beichte, die persönliche Umkehr, alles gehört dazu. Aber das Kommen in diese Welt, und das bedeutet, und ich werde da langsam langweilig, weil das wiederhole ich jeden Sonntag. Ihr habt Glück, letzten Sonntag war ich nicht um 19 Uhr, dann hört es das erste Mal. Das, was Papst Franziskus immer sagt. Wir können nicht am Leid dieser Welt einfach vorbeigehen, unberührt. Das ist der Weg der Nachfolge, das ist der Weg, den uns Jesus gezeigt hat. Und nicht nur die persönliche Umkehr ist wichtig, sondern auch der Einsatz für die Welt. Und so ist Jesus derjenige für uns, als der im Buch Jesaja verheißen wurde, als ein Hirte seines Volkes, der uns führt und trägt, wo es notwendig ist, der uns den Weg zeigt und uns alles ermöglicht, was für unser Heil, für unser Leben notwendig ist.